Hallo alle zusammen und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Heute sprechen wir über das Wildrox 24mm Blende 1.8 Objektiv, ein Drittherstellerobjektiv für den Sony E-Mount Vollformat. Man höre und staune, Vollformat, genau. Und was das Objektiv kann, was ich daran gut finde und vielleicht nicht so gut finde, das siehst du jetzt in diesem Video. Viel Spaß! Disclaimer gleich vorab, das Objektiv hat mir Wildrox zur Verfügung gestellt, ich darf aber meine Meinung frei äußern, bin da jetzt nicht gebunden an Vereinbarungen und demzufolge hörst du von mir auch wie gewohnt die Vor- und Nachteile zu diesem Objektiv. Fangen wir gleich mal an mit den Vorteilen. Und zwar ist das Objektiv wunderbar verarbeitet. Also es wurde aus Metall komplett außen verarbeitet und gefertigt, außer die Gegenlichtblende, die ist aus Kunststoff und der Rückdeckel und Objektivdeckel natürlich auch aus Kunststoff. Aber wie gesagt, hier der Body komplett aus Metall. Du hast auch aus Metall hinten den Objektiv, den Bajonettanschluss. Du hast, wenn wir gerade beim Objektivanschluss sind, hier hinten auch die Möglichkeit per USB-C abzugraden. Das heißt, du kannst hier wunderbar Updates drauf spielen, musst das Objektiv nicht auf eine Dockingstation setzen oder die dazu kaufen. Schließt einfach hier ein USB-C-Kabel an. Kannst es updaten und dann geht's weiter. Gerade für den Autofokus manchmal schon so ein Thema. Du hast vorne einen Durchmesser von 55 mm, das heißt, du kannst dir die Filter für das Objektiv sehr günstig kaufen. Also alles, was an Polfilter, UV-Filter und was nicht alles gibt, ND-Filter, kannst du ja sehr günstig kaufen, weil es ein sehr kleiner Lichtkreis ist und demzufolge auch die Filter meistens günstiger sind. Jetzt kommen wir mal zum Highlight und zwar kannst du hier die Blende an der Seite manuell einstellen. Das Ganze ohne Klick. Das ist so ein bisschen Fluch und Segen, finde ich zugleich. Die Filmer werden sich freuen, weil die wollen meistens schon so einen Schärfeverlauf mit einer tieferen Blende, ohne Klickgeräusch. Oder du gehst in den A-Modus, du lockst das hier an der Seite und dann kannst du in der Kamera einstellen, welche Blende du möchtest. Für alle Fotografinnen wird es nicht so cool sein, weil es gibt schon einige, die dieses Analog-Feeling mögen und gern das Klicken hier drin haben. Das Sony, was mich gerade filmt, das hat das natürlich. Du kannst auch das Klicken dort abschalten. Das Wildrox hat es leider nicht. Und das Wildrox hat gar keinen Schalter. Und das finde ich auch ein bisschen Fluch und Segen zugleich. Also wer das mag, der hat hier definitiv das perfekte 24mm gefunden, was Ausstattung und Preis angeht. Ich hingegen hätte schon gern zumindest einen Schalter für den Fokus gehabt, im Sinne von Autofokus und manueller Fokus wird per Schalter zugeschaltet oder abgeschaltet. Das hat es nicht. Custom-Buttons gibt es auch nicht dran. Die brauche ich persönlich auch nicht, also das stört mich nicht. Aber so ein Schalter für den Fokus wäre schon ganz nett gewesen. Bildqualität ist natürlich für die meisten von euch das Thema und ihr wollt immer gerne wissen, ob das Objektiv für vieles geeignet ist oder sehr speziell einsetzbar ist, sehr scharfe Bildergebnisse liefert und da muss ich sagen, hat Wildrox ja wirklich ganze Arbeit geleistet. Ich blende mal ein, zwei Beispiele ein und du wirst sehen, dass die Fotos wirklich knackerscharf sind, auch ab Offenblende schon. Ja, sie sind nicht ganz so scharf. Wenn du ganz genau hinschaust, also Pixelpiepen machst, dann wirst du vielleicht erkennen, dass sie gegenüber dem 24er von Sony nicht ganz so scharf sind. Aber da sprechen wir von Nuancen, von Kleinigkeiten. Und du kannst das Ganze natürlich im Nachhinein auch noch in Lightroom nachschärfen und nachbearbeiten, wenn es dir nicht ganz ausreicht. Und ja, an den Rändern hat es auch ein bisschen was, aber lasst uns mal gar nicht so Pixelpiepen und die Kleinigkeiten raussuchen. Für unter 500 Euro 24mm Blende 1.8. ist das definitiv eine richtig gute Abbildungsleistung. Da muss hier niemand meckern, sich beschweren. Das ist wirklich tipptopp auf einem sehr hohen Niveau. Und natürlich soll das Sony aufgrund des deutlich höheren Preises auch noch mal ein bisschen was mehr zeigen. Klar, versteht sich auch. Ich selbst bin wirklich ein Fan von den Wildrox-Objektiven. Ich habe auch nicht ohne Grund schon das 23er 1.4 seit einem Jahr ungefähr im Einsatz. Und ich mag den Look. Ich mag auch die Haptik, weil es komplett zur Kamera passt. Wie ihr seht, wurde hier die Gegenlichtblende aus Metall gefertigt für das APS-C. Bei dem Vollformat-Objektiv ist es leider nicht der Fall. Das finde ich ein bisschen schade, aber es ist auch nicht schlimm. Die meisten Objektivhersteller, auch Sony oder Canon, bauen Gegenlichtblenden aus Kunststoff. Und demzufolge ist es auch völlig normal in diesem Segment. Soweit zum Thema Bildqualität. Wie sieht es denn aber mit dem Fokus aus? Und da kann ich dich auch beruhigen,
Das Objektiv kann in jedem Fall den Autofokus auch der Sony-Kamera unterstützen, im Sinne von Augenautofokus beim Menschen und beim Tier. Und du hast auch einen, wie ich finde, sehr schnellen Autofokus, also der ist überhaupt nicht langsam, ganz im Gegenteil. Du hast einen sehr smoothen Übergang, was die Schärfe angeht. Das heißt, wenn du ein bisschen weiter weg stehst oder näher kommst, kann das Objektiv wunderbar reagieren. Das ist auch zügig, das ist flott. Und ich finde, das steht wirklich den teureren Linsen in nichts nach. Also zum Filmen auch wirklich gut geeignet, nicht nur zum Fotografieren. Auch zum Filmen gut geeignet und du hast die Fokusverschiebung am Rand deutlich geringer als beim Sony G-Master. Das Sony G-Master, was mich wie gesagt gerade eben filmt, das hat ein bisschen das Problem, dass du, wenn du näher ans Objektiv herankommst, auch sich die Ränder ein bisschen verschieben durch das Fokussieren und wenn du weiter weg gehst, verschieben sie sich auch wieder und das Wildrox hat das kaum. Also ja, ein bisschen, aber kaum finde ich. Demzufolge für alle Filmer, die auf sowas Wert legen, die auf sowas achten, die werden, denke ich, sogar eher mit dem Wildrox besser beraten sein, weil du dort diesen Effekt nicht hast. Ansonsten wäre noch zu erwähnen, dass das Objektiv einen STM-Motor hat. Den kennt ihr vielleicht aus den Canon-Objektiven, der Stepping-Motor, der langsam, aber sehr präzise arbeitet, ist aber geräuschlos. Also das Ganze macht keine Geräusche, wie früher noch bei den Objektiven, die STM-Motoren hatten. Also das funktioniert auch hier wunderbar und beim Film stört das nicht. Wo sind die Nachteile des Objektivs? Ganz klar ist für mich ja der Nachteil, du kannst offenblendig nicht ganz so gut gerade bei Gegenlicht fotografieren, als jetzt bei anderen Objektiven. Das ist mir hier und da immer wieder aufgefallen. Gar nicht mal wegen den Sonnensternen, weil die kannst du wunderbar, wenn du die Blende zumachst, auch hier produzieren. Aber bei Offenblende habe ich das Gefühl, saufen mir ein bisschen die Ränder ab und da gibt es teilweise komische Effekte im Bild. Das kommt auch sehr darauf an, was für Licht das ist und wo du im Gegenlicht bist. Also fotografierst du Personen, denen quasi die Haare dann wie ausfressen, dann sieht es natürlich unschön aus. Aber wenn du gerade einen Lichtglow am Berg oder durch die Blätter fotografieren möchtest in der Landschaft oder einen ganz speziellen Look damit kreieren möchtest, dann kann das natürlich auch genau das sein, was du möchtest. Mir hat es nicht ganz so gut gefallen, aber es kam, wie gesagt, sehr darauf an, welche Situation das war. Machst du die Blende zu, ist es natürlich wieder wunderbar. Also ab Blende 2.0, sage ich mal, kannst du das Objektiv dann wirklich uneingeschränkt überall benutzen, auch im Gegenlicht. Es ist auch sehr flare-resistent. Da hat Wildrox auch gut gearbeitet. Also die Linse ist wirklich sehr gut vergütet und du hast kaum Flare bei Gegenlicht drin. Je nachdem, wenn du Flare möchtest, ist es, glaube ich, die falsche Wahl. Und wenn du aber ein Fan davon bist, dass ein Objektiv sehr gut vergütet ist, dann solltest du das auf jeden Fall mal anschauen. Kommen wir noch zum Thema Zielgruppe. Ihr kennt mich, ich spreche gerne in meinen Videos über die Zielgruppe, für wen das Objektiv oder die Technik geeignet ist. Und in diesem Fall fällt es mir wirklich schwer zu sagen, wer genau dafür matcht. Denn ich bin der Meinung, dass die blutige Anfängerin bis zum Profi jeder dieses Objektiv benutzen oder zumindest kennenlernen sollte, weil du damit wirklich von interessanten Porträts mit einem coolen Look, die wirklich Übung brauchen, bis hin zu Landschaften alles machen kannst. Und das spricht wirklich für dieses Glas und auch für diese Brennweite. Ich finde 24 mm sind nochmal sehr speziell. Und gerade wer damit umgehen kann, das siehst du in den Bildern. Du siehst, ob das ein sehr cooles Porträt ist, ein sehr cooler Look ist oder eben nicht. Das siehst du sehr schnell. Es braucht ein bisschen Übung, muss ich sagen. Und ich selbst hat auch ein bisschen Zeit gebraucht, um reinzukommen. Aber jetzt, nachdem ich wirklich ein bisschen raus habe, das Handling, ist es wirklich cool. Es macht wirklich viel Spaß. Ich mag das sogar sehr als mein 28er, was ich viele Jahre an meiner Sony benutzt habe. Inzwischen habe ich das 24er fast nur noch drauf, weil ich den Look ein Ticken mehr mag. Aber das bin jetzt nur ich. Und was die Zielgruppe angeht, kann ich wirklich nur sagen, wenn du dir eine Festbrennweite kaufen möchtest und auch Mut hast, mal was Spezielles zu probieren und eben weg von diesem 50 mm Look kommen magst, dann schau dir mal das 24er an. Es liegt unter 500 Euro, es hat eine sehr gute Verarbeitung und es ist jetzt wirklich nicht zu teuer. Dafür, dass du Offenblende hast, mit diesem leichten Weitwinkel-Look, ein tolles Bokeh, Lowlight-Performance stimmt also, dann machst du für meine Begriffe nichts falsch. Ich kann es nur empfehlen, wenigstens mal anzuschauen oder mal auszuleihen bei einem Kumpel und bei einer Freundin, um einfach mal ein Gefühl dafür zu bekommen, wie sind denn 24 mm gerade so offenblendig, wie funktioniert denn das in Fotografie und Videografie. In diesem Sinne, hoffe ich einfach mal, ich habe euch ein bisschen inspiriert und ihr habt Lust bekommen, das Objektiv kennenzulernen. Schaut mal bei Wildrox vorbei, beziehungsweise auch auf den Portalen, wo es mit verkauft wird. Ich denke, es lohnt sich auf jeden Fall mal, die Preise zu vergleichen, weil es, wie gesagt, auch sehr günstig ist für das, was es bietet. Ich hoffe, ich habe jetzt ein bisschen Lust gemacht auf das Glas und ich hoffe, ich habe den ein oder anderen ein bisschen angetriggert, mal Wildrox und die 24 mm kennenzulernen. Wenn ja, schreib mir doch mal gerne mal in die Kommentare, warum du das Objektiv spannend findest oder warum du es vielleicht schon getestet hast und es nicht gern benutzt. Würde mich auch sehr interessieren. Und wenn ihr meinen Kanal unterstützen wollt, dann lasst mir gerne ein Abo hier, macht die Glocke an, ihr kennt ja das Spiel. Und dann habt alle vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!